Menschen, die sich als Haustier eine Schlange oder einen seltenen Waran halten, sind vielleicht etwas skurril. Sie sind aber auch eine finanzstarke Klientel. Für ein exotisches Reptil gehen schon mal mehrere tausend Euro über den Ladentisch. Doch es gibt auch einen Massenmarkt, bei dem die Tiere für wenig Geld verramscht werden. Und weil das so ist, werden jedes Jahr 600.000 Reptilien nach Deutschland importiert. Aber zu welchen Bedingungen? Das wollten Oliver Heinsch und Edgar Verheyen wissen. Ein Tierheim in Hamburg. Tierpfleger Sven Bernhard führt uns in einen Bereich, der eigentlich mal für Hamster und Kaninchen gedacht war. Jede freie Ecke wird seit einiger Zeit für Reptilien genutzt. Das ist eine maurische Landschildkröte. Das ist unser Neuzugang von heute Morgen und ist in dieser Box ausgesetzt worden. Die Tiere seien schnell gekauft, die Halter aber häufig auch schnell überfordert. 30 Plätze für Reptilien haben hier jahrelang gereicht. Mittlerweile sind es 170 und es werden immer mehr. Vor ein paar Jahren hat man eine Landschildkröte für 600 Euro bekommen. Die kriegen sie für 29,90 €. Die Bartagamen für 2,50 Euro. Das ist einfach kein Verhältnis mehr und es wird den Leuten einfach zu leicht gemacht. Denn das Massengeschäft, zum Beispiel im Internet und in großen Tiermärkten, gehe auf Kosten vieler Tiere, sagt er. Massengeschäft? Wir gehen dem nach. Stefan Brockhammer. Er präsentiert sich als Reptilienexperte in seinem eigenen TV-Kanal im Internet. Seine Firma M&S südlich von Stuttgart ist einer der großen Zulieferer deutscher Tiermärkte. Der Züchter zeigt uns, wie bei ihm die meisten Schlangen gehalten werden. Sie leben seit ihrer Geburt in solchen Plastikboxen, teilweise über Jahre. Diese Schlange seit 4 Jahren. Es fängt in den Kleinen an und wird dann dem Tier angepasst. Ja. Warum benutzen Sie diese Boxen? Ja, weil es für uns die hygienischste Methode ist. Ne? Die Box, die können wir in die Spülmaschine machen. Ist das nicht zu klein? Nee. Die kann sich doch nicht komplett der Länge nach ausstrecken. Macht eine Schlange nie. Also wenn Sie eine Schlange längs liegen sehen, dann ist sie entweder tot oder sie kriecht vielleicht gerade eine Wand entlang. Das ist quasi artgerecht. Ja, ist es so? Ja. Schlangen jahrelang in der Plastikbox, tatsächlich artgerecht? Wir zeigen die Bilder Professor Manfred Niekisch, Direktor des Frankfurter Zoos. Der Biologe ist Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen. Seine Einschätzung? Diese Haltung von Schlangen in Plastikboxen, das kann man kurzfristig machen. Das muss man vielleicht sogar manchmal machen, etwa wenn es um Quarantänebedingungen geht. Aber das ist natürlich überhaupt nicht vertretbar, dass diese Tiere da über Jahre unter solchen Bedingungen gehalten werden. Eine Schlange muss sich ausstrecken können, die muss klettern können. Boas baden gerne. Es gibt Schlangen, die überwiegend auf Bäumen leben. Das ist hier alles ja überhaupt nicht zu gewährleisten. Das heißt, die vegetieren in der Tat da nur in der Plastikbox dahin. Jedes Jahr werden zudem 600.000 Reptilien nach Deutschland aus aller Welt importiert, häufig unter grausamen Bedingungen. Bilder der Tierrechtsorganisation PETA, unter anderem bei einem großen Zulieferer eines deutschen Importeurs aufgenommen. Reptilien, die aus den engen Behältnissen fliehen, werden einfach mit Klebefallen eingefangen. PETA-Fachtierärztin Dörte Röhl war an dem Rechercheprojekt der Tierrechtsorganisation beteiligt, das den weltweiten Handel untersucht hat. Ihr Fazit? Leider ist es so, dass bis zu 70% der Wildfänge und der Reptilien, die quasi auf den, im Handel landen, dass bis zu 70% Mortalitäts- und also Sterberaten halt einfach einkalkuliert werden. Die Tiere werden in Massen eben verfrachtet und eingekauft, sodass das Einzeltier eigentlich keinen Wert hat. Ein Reptiliengroßhändler in Vietnam. Er hält hier Tiere für den Versand nach Deutschland vorrätig. Was auf solchen Transporten passieren kann, zeigen diese Fotos. Massenhaft tote Tiere. Er ist einer der deutschen Importeure, der die Tiere aus Vietnam bezogen hat und große deutsche Tiermärkte beliefert. Wir konfrontieren ihn mit den hohen Verlustquoten und den Bildern. Jürgen Hoch sagt, bei ihm würden nur 1-2% der Tiere sterben und fügt hinzu. Von Transport bis zu uns haben sie in der Natur mit Sicherheit höhere Verlustraten in dem gleichen Zeitraum nur vom Leben in der Natur. Das heißt, wenn sie geringere Raten haben, dann tun sie was Gutes? Nein, wir tun auf jeden Fall nichts Schlechtes. Und damit auch Tierelend, Tierleid in Kauf nehmen?
die Natur ist das Elendeste, was für die Reptilien letztendlich vorhanden ist. Im Terrarium haben sie Vollpension. Professor Manfred Niekisch hält das angesichts dieser Bilder für puren Zynismus. Er fordert strengere Kontrollen der Händler und vor allem eine gesetzliche Beschränkung des Reptilienimports auf wenige begründete Ausnahmen. Von diesen Massenimporten, da kann man nichts Gutes daran finden. Denn einmal ist es ein Tierschutzproblem und zweitens stellt es für viele Arten eine Artbedrohung dar, wenn Tiere in großer Stückzahl aus der Natur entnommen werden. Die großen Tiermärkte haben schon reagiert. Dena will nur noch europäische Zuchtschildkröten verkaufen. Fressnapf allgemein nur noch Zuchttiere aus Europa. Futterhaus kündigte gegenüber Report Mainz an, sich auf Tiere von eigens kontrollierten deutschen Züchtern zu beschränken. Importe sollen ganz tabu sein. Und was hält die Politik von gesetzlichen Beschränkungen für Handel und Import? Sie reagiert gegenüber Report Mainz ausweichend. Umweltministerin Barbara Hendricks sieht für einen generellen Importstopp wenig Chancen in der EU. Deutschlands oberster Tierschützer Christian Schmidt hält die bestehenden Gesetze für ausreichend, will das Problem erstmal weiter wissenschaftlich erforschen lassen. Was soll das denn sein? Wir wissen doch, welche Auswirkungen der Massenhandel hat, also muss auch gehandelt werden, und zwar von politischer Seite. Über die Missstände im Reptilienhandel habe ich auch mit den beiden Autoren gesprochen, anzusehen unter reportmainz.de.